Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, von dem Baldur, von den Microwavern. Wir spielen oder werden jetzt einen Plattformer spielen namens Pankapu. Und ja, viel habe ich das Spiel selbst noch nicht ausprobiert oder mich drum gekümmert. Ich habe es einmal so für 10, 15 Minuten angespielt, um zu sehen, ob das Ganze denn so funktioniert wie erhofft. Hat es getan. Und dann wollen wir jetzt mal ein neues Spiel beginnen, wenn mich der Controller lässt. Ja, was sind das jetzt? Das war vorhin nicht. Ah, jetzt. Jetzt. Okay, Spielstand 1 und Start. Shaharel, are you all right? It's nothing, sweetheart. You must have had a bad dream because of the storm. Come here. When I was little, my grandmother would often tell me a special story that would chase the nightmares away. This story takes place in the world of dreams, known as Omnia. The kingdom's inhabitants lived in harmony, filling the world with hope. Alas, one fateful day, a horde of creatures crossed through the veil which separates this world from the nightmare world. These Hya Nagi invaded Omnia, spreading their foul corruption wherever they went. The world of dreams was threatened, and with it, the hope all had once known was in danger of disappearing forever. Luckily, Ikotomi, the Hymn of Dreams, decided there was still time for him to act. Using his immense powers, he concentrated all the dream matter that was left in Omnia. And birthed a guardian capable of defeating the Hya Nagi invasion. His name was Pankapu. So, haben wir ein bisschen was erklärt bekommen. Also im Endeffekt wird hier eine Geschichte erzählt. Sei gegrüßt, Pankapu. Mein Name ist Ikotomi. Ikotomi, Hymne der Träume. Weber der menschlichen Illusion und zufällig auch dein Schöpfer. Ich habe dich zum Traumwächter von Omnia ernannt, der Welt, in der die Träume zum Leben erwachen und der Welt, über die ich herrsche. Der Schleier der Träume, von Albträumen trennt, ist gerissen. Die Hyangagis nutzen dies aus, um in unser Königreich einzudringen und unsere kostbaren Ländereien in Schutt und Asche zu legen. Ich hörte seit einer Weile nichts mehr von Ohiti, einem Waldgeist, und ich fürchte, dass ihm etwas Schreckliches widerfahren ist. Deine erste Aufgabe als Traumwächter besteht darin, ihn ausfindig zu machen und ihm so gut es geht zu helfen. Um dir deine Reise zu erleichtern, überreiche ich dir die Ägide des Mutes. Ihre Macht wird dir Stärke verleihen und dich beschützen. Mit dieser hochwertigen Rüstung und diesem Schwert wird es dir möglich sein, in einem ebenbürtigen Kampf mit den Hya Nagi zu treten, denen du unterwegs begegnen wirst. Da Taten mehr als 1000 Worte sagen, solltest du nicht scheuen, die wertvollen Stücke einzusetzen. Ohiti braucht dich, also geh, Traumwächter, beschütze Omnia mit der Stärke deines Mutes. So, naja, übliche Steuerung.
Ich spiele es mit Gamepad. Links, rechts ist, wie heißt es nochmal, schnell hin und her laufen. Vom linken Stick A ist schwingen, X ist schlagen, B ist blocken, Y macht nichts. Die anderen Tasten auch nicht. Zumindest mal noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass da mit der Zeit noch was kommt. Ah, da haben wir noch, wenn wir die Starttaste drücken, ein wenig ein Buch. Ah, Aufgaben, Inventar. Hier haben wir die Karte. Okay. Peppu. Peppana. Okay, was auch immer das ist, wird bestimmt sich noch herausstellen. Mimoliten. Der erste Tag. Fragmente. Okay. Mytholiten, Orten, Charaktere. Ah, das ist so eine Art Monster-Journal. Und da haben wir das Menü. Na gut, dann wollen wir mal loslegen. Bin mal gespannt, wie ich mit Plattformern bzw. hier mit dem Spiel zurechtkomme. Ich bin nämlich normalerweise nicht so der Plattformspieler. Springe mit Space. Junge, ich habe Gamepad angeschlossen. Weiß zwar jetzt nicht, wie du da drauf kommst. Greife mit S an. Gut, ich bin umso mehr froh, dass ich jetzt ein Gamepad habe. Wieso erkennt der das Gamepad nicht? Controller, Vibration, Steueranzeige, Xbox. So. Das sieht doch schon mal. Ja. Ah, jetzt passt's. Ah. X, genau. So. Hopp. Hopp. Halte A gedrückt, um höher zu springen. Also kurz drücken ist echt mal winzig klein. Und bei langem Drücken kommen wir so weit. So. Da haben wir auch schon hier Nagis. So. Okay, jetzt müssen wir da hochspringen. Der Soundtrack ist mal schön beruhigend. Ah, das ist praktisch zu wissen. Springen wir zu weit, brauche ich nur einen Angriff zu drücken. Und dann stoppen wir in der Luft. Fallen zwar dann gerade runter, aber das kann ja dann unter Umständen zu diesem Punkt auch gewünscht sein. Drücke B mit Blocken. Okay. Ich will dich töten! Das geht wohl nicht. Doof, aber was will man machen? Ah, das ist wohl ein Speicherpunkt. Verschwinde, du widerliches Biest! Ich bin nicht essbar! Versuche B, Angriffe zu blocken. 2, 3 und weg ist er. Hey, was fällt dir ein, meinen Hiranaga zu stehlen? Du scheinst ein Traumwächter von Ikitomi zu sein. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, hatte ich die Situation perfekt unter Kontrolle. Ich hätte deine Hilfe überhaupt nicht gebraucht. Aber nun gut, trotzdem danke. So. Hey, warte, wo gehst du hin? Ikitomi hat dich beauftragt, nach Otihi zu suchen, stimmt's? Auch gut, ich kenne Omnia wie meine eigene Westentasche. Oh je, das wird so ein, der typische, nervige Begleiter. Sein Haus befindet sich in der Mitte des Mujin-Weihers. Du musst den sattgrünen Wald durchqueren, um dorthin zu gelangen. Weißt du was, ich werde dich einfach begleiten. Nur um sicherzugehen, dass du dich nicht verläufst und so. Und das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich hier sonst Mutterseelenallein zwischen all den Hiranagis ausharren müsste. Rein gar nichts.
Übrigens, mein Name ist Chi. Lass uns aufbrechen, junger Traumwächter. Na dann, auf geht's. Da wird auch mal die Musik ein wenig fröhlicher bei den fröhlichen Gesellen hier. Da oben haben wir noch mein Leben. Nein! Ich wollte gerade sagen, was wir nicht brauchen. Und jetzt habe ich es verkackt. Weil ich das Leben doch haben. So. Okay. Scheiß auf den Gegner da unten. Okay. So. Speicherpunkt. Ah, okay. So ein bisschen Super Mario Einlage hier. Aber ich glaube, das sind so alle Plattformen eigentlich. Super Mario Einlagen und so weiter. Sehr schön. Ah, super, nochmal so einer. Blocken, schlagen. Blocken, schlagen. Nein, so. Nein, er hat mich getroffen. Mist. Ah, ich kann mich nicht bücken und schlagen, das geht hier nicht. Okay. Ist ja mal blöd irgendwie. Ja, was soll ich machen? So, mal das Level auf. Auf zum nächsten. Garten der Scheidewege. Entschuldigung. So. Eieiei. Jetzt gibt es gleich mal mehr Gegner hier. So. Ach du Scheiße, was ist das für ein dicker, fetter Blob? Okay, der teilt sich dann auch auf zwei auf. Genau. So, das ist noch alles machbar. So, Speicherpunkt. Okay. Um Mujins Willen, der Weg wird von diesem Abgrund blockiert. Bei Iketomi haben wir wirklich kein Glück. Siehst du diesen kleinen Spross dort? Dies ist ein Keimling, aus dem eine Wurzel wächst, über den wir im Handumdrehen auf die andere Seite gelangen können. Wenn wir nur in einer magischen Welt wären, dann könnten wir sicher etwas finden, mit dem wir den Keimling zum Wachsen bringen können. Aber natürlich, Verems Träume. Träne. Genau das brauchen wir. Damit kommen wir bestimmt in Windes Eiles auf die andere Seite. Doch wo finden wir eine? Ach, ich habe da so einen Verdacht. Wahrscheinlich hier hoch. Ja. So. Ja, das ist nämlich der einzige Weg, der da noch bleibt im Moment. So, und dann gehen wir da mal rein. Yay, Dungeon Crawling. Alter! Okay, die kommen hier aus der Decke und aus dem Boden. Das ist nur so eine Timing-Geschichte. Okay. Da hatte ich aber richtig Glück gerade. So. Okay. So, die habe ich mal aus dem Kreuz. Runter. Wow. Gut, dass ich das noch gesehen habe, zum Glück vorher. Ja, komm. Okay, ob das so clever war, doch was. Jetzt schnell rüber, dann den weg. Dann schnell dahin. So ein Glück, Verems Träne. Ist diese Schönheit nicht einfach atemberaubend, Pankapu? Feren ist eine Hymne, genauso wie Iketomi. Ihre Sphäre ist jedoch die der Bewegung und Verwandlung.
Es liegt in ihrer Natur, unaufhörlich umherzuwandern. Daher sieht man sie nur selten. Eine Legende zufolge irrt sie umher, um ihre große Liebe Sadil nachzujagen, die unaufhörlich vor ihr davonläuft. Von der Ungewissheit befangen, ob sie Sadil jemals einholen wird, vergisst sie auf ihrem Weg gelegentlich die ein oder andere Träne. Okay. Man sagt, dass die Träume von der Macht Hymnen, die sie vergossen hat, durchtränkt sind. Mit einer einzigen Träne sollte es also möglich sein, so ziemlich alles zu verwandeln. Beispielsweise einen Keimling in eine Wurzel. Ich kann es gar nicht fassen, dass wir eine gefunden haben. Lass uns zurück zum Keimling gehen und schauen, ob die Legende wahr ist. Du hast gerade Ferims Träne gefunden. Na, da unten haben wir scheinbar so einen Journaleintrag freigeschaltet. Aha. Ah, da haben wir sie. Innerhalb dieser Seiten kann man mit dem linken Stick hin und her wechseln. Man sagt Ferim, ein lodernder Feuerball hoch am Himmel, das den Lebenden das Licht schenkt. Ah, Ferim ist also die Sonne und jagt ihrem Liebsten hinterher. Dann wird er, also Sadil, mit Sicherheit der Mond sein. Okay, aber komplett werde ich das oder ganz jetzt, oder? Ach doch, machen wir doch einfach mal. Ferim. Man sagt, dass Ferim ein lodernder Feuerball hoch am Himmel den Lebenden das Licht schenkt. Als Sinnbild von bunter Natur, Verkörperung der Sonne, ist sie es, die, wo immer sie geht, ein Leben erst möglich macht. Unaufhörlich am Himmel wandernd, vergeht kein Tag, an dem ihr Segen nicht zu spüren wäre. Ihre niemals endende Gegenwart zeigt sich im Blühen der Blumen, in der Geburt eines Kindes oder in der Wärme des lauen Sommertags. Allesamt nur einige der unzähligen Manifestationen ihrer Macht. Und wenn es ein Wesen gäbe, das die Poeten dieser Welt vor allen anderen dazu inspirierte, diese Verse zu schreiben, dann wäre sie es. Wahrlich brennt ihr Herz inmitten einer Liebe, die niemals vergeht, jedoch versucht das Objekt ihrer brennenden Begierde, Sadil, unaufhörlich ihr zu entfliehen. In ihrem ewigen Tanz um das Himmelszelt erkennen einige den Zyklus von Tag und Nacht, andere den Wechsel der Jahreszeiten und wieder andere den niemals endenden Kreislauf von Leben und Tod. Doch wie sich die Wahrnehmung auch unterscheiden möge, sind sich doch alle einig, dass diese beiden Seelen niemals wieder zueinander finden werden. So muss es geschehen, denn nur so kann sich der Kreislauf des Lebens fortsetzen. Sadil. Der mysteriöse Sadil, eine eisige Blume inmitten der Sterne. Wenn Ferims Licht vom Himmel verschwindet, offenbart Sadil der Welt das verborgene Königreich der Schatten. Die Welt der Lebenden in ein blasses Licht tauchend, wurde Sadil zum Mittelpunkt unzähliger Legenden. In einigen ruft die Monarchin der nächtlichen Aura ein Gefühl der Bewegungsunfähigkeit und der Kälte der Dunkelheit hervor, während wieder andere die Wächterin der mystischen Geheimnisse in Sadil sehen. Ja, ist es jetzt ein Er oder ein Sie oder sind die Androgyn, also zweigeschlechtlich zugleich? Naja, es fordert Geduld, um Sadils Wirkung auf die Welt zu erkennen. Jene, denen es gelingt, beginnen zu verstehen, dass sich hinter der scheinbaren Bewegungslosigkeit Sadils eine inerte und dennoch große Macht verbirgt. Das subtile Wandern der Sterne am Himmelszelt, die stille Verwandlung eines Insekts in seinem Kokon oder selbst die langsame Bildung von Anima im Kristall sind allesamt Manifestationen von Sadils Macht. Überschattet vom gleißenden Licht von Ferim, die Sadil unauffällig verfolgt, sie jedoch niemals einholen kann, ist auch Sadil stets präsent, für die Augen der Welt jedoch unsichtbar. Wie ein Rätsel, dessen Antwort deutlich sichtbar ist, dass jede jedoch für jene, die nach seiner Aufklärung trachten, ungelöst bleibt. So, mehr haben wir da noch nicht. Mit Start gehen wir da zurück. Upa! Boah, bin ich Weihrauch. So, dahin, dann da hoch. Das ist ja mal fies. Und dieser schwarze Mini-Blob hier drin gewesen, hätte ich den ja gar nicht gesehen. Okay. Das wird jetzt ein bisschen... Uappa! Mensch!
So, okay. Jetzt hoch. Jetzt nochmal hoch. Und den da weg. Hopp. Hopp. Okay. Jetzt rüber. Okay. Das heißt, ich kann schon recht nah rangehen. Aber nicht zu nah, verdammt. Da habe ich nicht aufgepasst. Okay. So. Dann würde ich sagen, lassen wir den Keimling noch wachsen. Und dann ist diese Folge für heute beendet. Following his new friend's advice, Pankapu poured Ferrum's tear on the bud. Imagine his surprise when the bud began to twist and grow, reaching a staggering height. She hadn't lied. Coming across this magic spider had been a stroke of good fortune. So, und an dieser Stelle verabschiede ich mich dann für heute von euch. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da oder natürlich auch gerne ein Abo, auch gerne mal was in die Comments reinschreiben und natürlich freuen wir uns richtig drüber, wenn ihr auch mal in die anderen Projekte reinschaut. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao!